Eine Prise Meersalzflocken. Meine Lieben, pass auf. Es gibt einen Saltimbocca vom Hähnchen. Saltimbocca mit dem kleinen Augenzwinkern, zeige ich gleich. Mit lecker Zitronen-Knoblauchkartoffel. Okay? Also, da sind die Kartoffeln drin. Das sind gekochte Kartoffeln. Ja, die habe ich halt weich gekocht und lasse die jetzt mal vorsichtig ein bisschen Olivenöl anbrutzeln. Okay, das dauert ein bisschen. In der Ruhe liegt die Kraft, dass die schön Farbe haben. Und das sind dann die Zutaten, die wir brauchen. Also einen schönen Schinken, kann jetzt normaler Schwarzwälder Schinken sein oder Parmaschinken, Serrano-Schinken, Hähnchenbrust, Rosmarin, Knoblauch, Peperoni, Paprika, Zitrone, Kartoffel, Ende Gelände. So, Saltimbocca kennen wir ja alle mit Salbei. Ja, ich habe aber keinen Salbei bekommen. Nee, pass auf, ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn vergessen zu Hause. Ich habe ja einen Kräutergarten und habe den Salbei liegen lassen. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil wir machen das Gleiche jetzt, dieses schöne Hähnchenbrustfilet mit Rosmarin. So, also 1, 2, 3. Auf diese schönen Hähnchenbrustfilets kommt dann etwas Rosmarin. So, den hat der Bub nicht vergessen. Also normalerweise Salbei. Ja, also Saltimbocca ist halt mit Salbei und mit Kalb im Original. Aber mit dem Hähnchen ist es wirklich eine tolle Sache. So, jetzt nehmt ihr den Schinken und wickelt in den Schinken quasi schön ordentlich das Hähnchen ein. Pass auf, und ich schlage den Schinken einmal so um, ja, dass man von dem Hähnchen auch noch was sieht. So, einmal, nochmal zum Mitschreiben. Schinken. Bisschen zusammenfalten, Fleisch rein, aufrollen. So, und das könnt ihr natürlich vormachen, so oft wie ihr wollt. Ja, das kann auch die benachbarte Fußballmannschaft dann am Abend zum Essen können. Kommen völlig egal. Also, einrollen, so sieht's aus. Salzen müsst ihr nicht, weil der Schinken hat ja genügend Power. So, Schlückchen Öl rein und in der Pfanne das Ganze jetzt braten. Oh, mittlere Temperatur. Das schaut doch toll aus, oder? Komm, sprech mit mir. Juhu. Schaut geil aus. Juhu. Wer war das? So, die Kartoffeln. Mama, geh mal dann ein Stück zurück, lieber Kameramann, dass deine Linse nicht schmutzig wird. So. Und die Kartoffeln haben jetzt schöne Farbe. Also nochmal, das sind weich gekochte Kartoffeln mit Schale. Weich und schön in Olivenöl angebraten. Ja? Ein bisschen Fleur de Sel dazu. Und fertig. Jetzt kommt aber noch ein Detail, was wirklich wichtig ist, und das sind die Zitronenkartoffeln. Idealerweise eine Bio-Zitrone und die Bio-Zitrone schälen und die geschälte Bio-Zitrone so in Stifte schneiden. Oh, geil, riecht schon gut. Dazu kommt Chili, auch fein geschnitten. Ich habe das schon so oft gesagt, aber ich sage es einfach mal wieder. Vorne ist die Chili nicht so scharf. Weil die Schärfe kommt erst weiter hinten, weil da auch die Kerne kommen. Dann Knoblauch. Oh, ich drehe hier nochmal um, die Dinger hier. Das Gericht, das geht auch schnell. Blitzrezepte, ja, aus meinem Buch. Feierabend Blitzrezepte. Wo habe ich es denn? So, muss ich mal zwischendurch sagen. Hier, Bestseller. Feierabend Blitzrezepte und es gibt bald, also die Zweitauflage, Feierabend Blitzrezepte Express. Noch schneller, noch größer, noch weiter, noch besser, also noch. So, Knoblauch schälen. Jetzt einfach mal 2 Zehen. Ich habe die Angewohnheit, auch im Fernsehen immer zu fragen, ist es okay mit dem Knoblauch? Was natürlich eine saublöde Frage ist, weil eigentlich fast jeder liebt Knoblauch. Und der wird auch nochmal so klein geschnitten. Also das sind die Zutaten, das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. So weit, so gut. Jetzt idealerweise nehmt ihr einen Mörser. Ich stelle den mal dahin, dass der Bernd auch schön reinschauen kann. Das sind die Zutaten, der Kameramann geht drauf. Lecker. Rein mit den Zutaten. Dann ein Schlückchen gutes Olivenöl noch. Und idealerweise aus der Zitrone noch ein bisschen Saft. Okay, seid ihr klar mit mir? Und das Ganze jetzt hier wird leicht zerstoßen. So, und das reicht schon aus, um wirklich ein ganz besonderes
Flavor zu den Kartoffeln zu bekommen. Ja, einfach viel Knoblauch, Öl, Schale, Chili. Rein damit. Achtung! Bist du blöd, ist das geil. Also so, ich würde mal sagen, so funktioniert Kochen heute. Ja, so funktioniert Kochen heute. Ja, ein bisschen Rosmarin noch rein, der ist übrig. Und das war's. Ja. Also ein Schluck Pfeffer dazu. Ja, ich habe so einen geschroteten Pfeffer. Das ist das bestverkaufteste Produkt, das ich habe. Ja. Dieser Gourmet-Pfeffer. Brutal geschroteter, milder Pfeffer, schwarzer Pfeffer. Ein paar Gewürze und Salz noch dazu. Okay. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht, könnte sogar fertig sein. Die Hähnchenbrust würde ich einfach nochmal ein, zwei Minuten brutzeln lassen. Aber jetzt schauen wir her. So, da sind die Kartoffeln. Also allein die Kartoffeln finde ich schon eine Reise wert. Dazu einen schönen Quark vielleicht, ja, so einen angemachten Quark. Und man bräuchte überhaupt kein Fleisch. Ja, bin sowieso der Meinung, vielen anderen auch, dass wir viel zu viel Fleisch essen. So, unser Saldibocca ohne Salbei kommt dazu. Und jetzt, was soll ich sagen? Ja. Ach, was habe ich denn da drin noch? Das sind noch ein paar Nüsse. Die Fans lachen schon immer. Hinsi, du haust immer die Nüsse drauf. Ja, aber wenn sie da sind, müssen ja weg. Das ist meine Art zu kochen. Blitzrezepte. Ja, mit Herz und Stern und Liebe gekocht. Guten Appetit.